Zum 23. Mal fand am 22. Juli 2018 der internationale Obergaldaler Berglauf, der sogenannte Mautner Almlauf, statt. Gestartet wird im ÖRV Freizeitpark in Mauthen. Die Strecke führt über 8 Kilometer und 800 Höhenmeter bis hinauf zur ehemaligen Bergstation der Mautner Alm. Heute haben wir eigentlich Teilnehmerrekord. Es sind über 125 Teilnehmer angemeldet. Es kann das Wetter nicht besser sein als wir heute von den Temperaturen her. Und wir haben auch gute Besetzung am Start. Vor allem sind dort 3 Kenianer aus der Steiermark hier. Und ich schätze, dass diese eben gewinnen werden. Heuer laufe ich Berglauf gehabt, bin schon in Laufen durchlaufen, in St. Paul zweimal, in Tschepperschluchtlauf, in Dreiländereicklauf und Empire-Almlauf und ein paar kleine noch. So, lauf mal. Also gut vorbereitet? Wohl, ich denke schon, ja. Ja, heute spontan dabei. Die Mautner muss man unterstützen, Obergaldtal, ÖRV. Und da habe ich mir gedacht, jetzt mache ich heute einmal mit. Du machst sowas aber öfter? Ich mache sowas öfter, ja. Und heuer habe ich mir ein bisschen vorgenommen, weniger zu tun. Aber wie gesagt, Heimlauf muss man dabei sein. Du heute auch dabei beim Mautnerlauf? Jawohl, heute probieren wir es einmal. Aber du machst relativ viel sportlich? Ja, so viel ich Zeit habe. Es geht sich wenig aus, aber nach dem Glocknerlauf probieren wir heute den Mautner Almlauf. Wie bereitest du dich darauf vor? Viel zu wenig, leider. Viel zu wenig. Also das Training, ja. Was sich ausgeht, mache ich. Ja, für mich ist es Premiere. Nervös bin ich. Aber ja, werden wir schon bocken, ja. Hast du schon ein paar Läufe gemacht in der Richtung? Ja, letzte Woche waren wir im Glocknerlauf. Deswegen haben wir gesagt, wenn sich daheim was anbietet, werden wir da natürlich dabei sein. Bereitest du ihn da auch speziell vor? Heuer war nicht so wenig, ja. Die letzte Zeit ist ein bisschen weniger gewesen, war ein bisschen verhindert, aber ich denke, für heute wird es reichen. Bis alle dran drüber sein, gell? Danke. Ja, super. Danke. Dankeschön, servus. Die ganzen Koordinationen jetzt nur vom Start? Ja, es ist ein unwahrscheinlicher Druck in der letzten Stunde vor dem Start. Aber wie gesagt, die sonstigen Arbeiten sind fast jahrzehntelange Erfahrungen, da ist dann das ist nicht mehr so groß, das Problem mit dem Organisieren und so weiter. Aber von Start geht es heftig zu, ja. Die Strecke ist unverändert, die ist 8 Kilometer lang und eben bei diesen 8 Kilometern sind 800 Höhenmeter zu bewältigen und ich schätze, circa in knapp 40 Minuten wird der schnellste im Ziel sein. Um 8.30 Uhr erfolgte der Startschuss. Ja, Berglauf, alle Jahre bei der Zeitnehmung. Ja, es ist ein Hobby und heuer ist es besonders gut gelungen, weil ich zu meinem 70. Geburtstag ja dieses herrliche Zeitnehmerzelt geschenkt bekommen habe. Da möchte ich mich bei allen Sponsoren bedanken und ihr seht ja, die Arbeit läuft viel leichter und wir brauchen vor allem keine Angst mehr vor dem Regen haben. Denkt einmal zurück, heute um 5 Uhr in der Früh hat es geregnet, wenn wir das nicht hätten, war alles übers Wasser runtergeschwommen, gell, über den Berg. Wir haben uns in den letzten Zeiten immer ein bisschen was dazu gekauft
und sind jetzt wirklich profihaft unterwegs mit der Sache. Ja. Und der Berglauf, ein Kind von dir? Nicht ganz, ja, vor vielen Jahren, ja, haben wir damit begonnen, noch mit dem Christler Kurti auf die Zollnerseehütte auf. Und dann ist das hergekommen da, ja. Und ein nicht mehr wegzudenkender Event da im Oberen Altal. Ich glaube, die größte Laufveranstaltung und vor allem mit begeisterten Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Wie erwartet kommen die hochfavorisierten Kenianer als erstes ins Ziel. Timothy Kimotai Kirui kommt mit einer Zeit von 38 Minuten und 46 Sekunden ins Ziel. Zweiter wird Anthony Karinga Maina mit 3 Minuten und 21 Sekunden Rückstand. Dritter wird der Kärntner Fabian Katnick von der Sportunion Rosenbach. Er hat genau 6 Minuten Rückstand auf den Sieger Kirui. Als erste Dame kommt Puriti Kayuyu Kidonga mit einer Zeit von 46 Minuten und 52 Sekunden ins Ziel. Congratulations, how was the race for you? Das Rennen ist für mich sehr gut gelaufen. Das Wetter und auch der Kurs waren optimal. Der Streckenrekord wurde nur um 8 Sekunden verpasst. Ja, aber es ist mein erstes Mal hier bei diesem Rennen und ich bin sehr glücklich über diesen Sieg. Was denkst du über diese Strecke? Es ist eine nette Strecke mit einer kontinuierlichen Steigung. Es gefällt mir hier sehr gut und ich möchte nächstes Jahr wiederkommen. How was the race for you? Es war sehr nett und es ist gut gelaufen. You have a lot of runs during the year. How many you do? I do a lot of competitions when I'm. Wenn ich im Sommer in Österreich bin, nehme ich an vielen Wettbewerben teil. I do almost. Ich bin 3 Monate hier und nehme in dieser Zeit an ca. 13 bis 15 Laufveranstaltungen teil. And then you go to Kenya? Dann gehe ich zurück nach Kenia, erhole mich für 2 Wochen und dann starte ich bei Wettbewerben in Kenia. Okay, so is this the first time you're here in Ketchum Mountain or? Ich bin das erste Mal bei diesem Rennen. What do you think about this track? Es ist ein sehr schöner Kurs. Ich habe ihn sehr genossen und ich möchte nächstes Jahr wiederkommen. Ja, das ist schon so eine Routine. Was interessant ist, wenn die Einzelnen kommen, ist ja kein Problem. Aber wenn das sogenannte Hauptfeld kommt, dann hat man plötzlich 20 Leute, wo man besser aussehen soll. Dann kommt man nicht nach. Aber es macht immer viel Spaß. Unglaubliche Leistung, was die machen. Wirklich. Hey, war zufrieden. Ja. Ja, die Temperatur hat gepasst. Und war eine Minute schneller wie voriges Jahr. Voriges Jahr war es heißer. Ja, aber so war schön zum Laufen. Ja, ja, auch gut gegangen. Ja, danke. Anstrengend. Ja, auf jeden Fall. Schon anstrengend. Wenn das nicht anstrengend ist, machen. Weiß ich nicht. Ja. Das Wetter war ideal, oder? Das Wetter ist ideal. Ja. Traum, ja. Schon lange sind wir da auf der Mountain Alm gewesen. Jetzt haben wir uns ein bisschen in die Sonne. Gut eingeteiltes Tempo, kontinuierlich gleich dahin und ist gut gegangen, ja. Keine Probleme zwischendurch? Nein, kann ich nicht sagen, ja. Das Tempo hat ein bisschen gefällt, weil Leute habe ich gesehen, die haben mich dann überholt, wo es wieder ein bisschen ebener geworden ist und im Steilen war ich wieder ein bisschen besser, aber den habe ich dann doch nicht mehr gekriegt bis zum Schluss. Die Kenianen, keine Chance. Leider nicht, nein. Nein, aber war toll und war ein super Erlebnis, ja. Ich bin zufrieden mit der Leistung. Das hat gut gepasst. Das Wetter war tadellos, gerade richtig zum Laufen. Viele Training hat sich ausgezahlt. Ja, genau, das viele Training hat sich ausgezahlt. Wie ist es gegangen? Danke, sehr zufrieden. Es war heute, abgesehen davon, dass es eine super Organisation ist, das muss ich in Korin ja auch noch sagen, ist der Streckenverlauf ein typischer Lauf für den österreichischen Berglaufcup. Für einen Kärntner Berglaufcup wäre das eine Meisterschaft. So ungefähr können Sie das verstehen. Ja, Markus, Gratulation, obwohl du heute mitgelaufen bist, aber der Streckenrekord ist er heute ganz knapp noch
von dir gehalten worden. Ja, das haben sie heute gerade nicht geschafft. Ich glaube, 8 Sekunden war jetzt der Unterschied. Ja, nächstes Jahr vielleicht. Schauen wir mal. Noch geht es ein Jahr, mindestens. Und du hast jetzt die Seite definitiv gewechselt oder wie schaut es bei dir aus? Ich bin jetzt Hobbysportler geworden. Ein bisschen gemütlich. Radl fahren, laufen, wandern, Skitouren. Alles im gemütlichen und entspannten Bereich. Sag uns fein einmal. Und beim Mountain Alm Berglauf jetzt im Zielbereich? Ja genau, da hilft mit der Organisation und ja, unterstütze einfach die Veranstalter. Tue ich auch gern. Das passt gut. Ja, mir gefällt es sehr gut da oben, weil erstens so viel Natur ist und alles im Waldboden zum Laufen ist. Und das gefällt mir sehr gut, als die Straßenläufe. Deswegen laufe ich da gerne mit. Wie so diese Strecke da herauf im Verhältnis zu anderen Strecken, die es so gibt? Die Strecke ist sehr selektiv. Gell. Es geht vor allem immer Aufwärtsbewegung und nie Arbeitsbewegung. Und das gefällt mir persönlich gut, weil noch ein gewisser Rhythmus entsteht beim Berglaufen. Wie oft warst du da jetzt schon dabei beim neuen Berglauf? Ach, da ist sicher so 15, 16 Mal schon. Mache ich immer gerne mit. Es ist sehr gut gegangen, wie gesagt, es waren super Lauftemperaturen, es waren sehr, sehr starke Läufer und Läuferinnen am Start. Gewonnen hat erwartungsgemäß ein Läufer aus Kenia, zweiter natürlich auch ein Läufer aus Kenia und bei den Damen war der erste auch aus Kenia. Fast Teilnehmerrekord und fast Streckenrekord. Fast Streckenrekord. Den Streckenrekord mit 38,38 hält noch unser Hohmann der Markus, ehemaliger Berglaufweltmeister. Und der Läufer aus Kenia ist heute bis auf 8 Sekunden zu ihm zugekommen. Nach dem Rennen hatten die Läufer die Gelegenheit, sich bei der Enzianhütte ausgiebig zu stärken. Nachdem die letzten Läufer ins Ziel gekommen waren, konnte die Auswertung beginnen und die Siegerehrung fand schließlich um 12 Uhr vor der Hütte statt. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen in Vertretung unseres Bürgermeisters Herrn Walter Hartlieb hier heroben beim 23. Berglauf hier auf der Mountainalm im Bergsteigerdorf Mauten. Ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen, mich ganz herzlich bei den beiden Hauptorganisatoren Horst Koreniak und dem Motor des Alpenvereins unserer Sektion Sepp Lederer herzlich bedanken, vor allem auch bei den vielen freiwilligen Helfern, die es möglich machen, dass wir jedes Jahr diese professionell ausgerichtete Veranstaltung hier herum durchführen können. Heute hat uns auch noch sozusagen das Wetter gut mitgespielt, weil in der Nacht, so wie der Horst schon gesagt hat, hat es geschüttet und die Luftfeuchtigkeit hat auch das ihre beigetragen. Ich bin heute nur heraufspaziert und mir war waschelnass und ich kann mir vorstellen, Ihnen als Läuferinnen und Läufer ist es mindestens ebenso ergangen, wenn nicht mehr. Der älteste Teilnehmer, das ist Jahrgang 1935, der Unterkircher Ambros, 83 Jahre alt, genannt der Glocknerkönig, war bei den Berglauf-Weltmeisterschaften bei den Senioren schon dabei, war glaube ich 1000 Mal am Großglockner oder mehr. Ambros, bitte. Für die Teamwertung wurden die Zeiten der besten drei herangezogen. Dritter wurde das Team ÖRV Obergalter-Lesachtal mit Marlies Benker, Michael Leirer und Aaron Plaske. Auf dem zweiten Platz landete das Team LSC Rennweg Katschberg mit Herfried Bichorner, Hubert Zaringer und Wiltrud Rieberer-Murra. Gewonnen hat das Team Run Together mit Timothy Kimotai-Kirui, Anthony Karinga-Maina und Helmut Gass. Der Tagessieg ging an Timothy Kimotai-Kirui und Buriti Kayuyu Kidonga.